Bleiben fordern die einen und gründen eine Bürgerinitiative. Der Lkw-Verkehr muss aus dem Ort, nörgeln die anderen und schlagen Schilder mit Parolen in ihre Vorgärten. Was die Gemüter in der Unterallgäuer Gemeinde Ettringen entzweit, ist die geplante Ortsumgehung. Seit 10 Jahren wird über sie diskutiert, derzeit läuft das Bebauungsverfahren. Doch eine endgültige Entscheidung über die Trasse könnte sich noch länger hinziehen. Dann zumindest, wenn das Bürgerbegehren Erfolg hat, das gestern bei Ettringens Bürgermeister Roland Sturm eingereicht wurde. Eva Hampel und Martin Hock haben für uns versucht herauszufinden, warum die Situation so verfahren ist und warum keine Einigkeit möglich scheint. Sie waren in Ettringen vor Ort. Von großen Schildern schreien die Forderungen der Ettringer herab. Eine Umgehung muss her. Rund 1000 LKWs passieren täglich den Ort auf der holprigen Hauptstraße. Ihr Ziel, die Papierfabrik im Norden der Gemeinde. Von dort aus östlich ist der Verlauf der Trasse A6 geplant. Am Rand des Gebiets des Wiesenbrüters, 225 Meter an den Neubauten Ostettringens vorbei, unterhalb des Ortes durch den Auwald und über die Wertach, dann über die Bahnlinie Richtung Westen und umstrittenerweise durch das Wasserschutzgebiet auf die alte Straße. Die Mitglieder der IG Umgehung begehren auf. Sie haben gestern ein Bürgerbegehren mit rund 429 Unterschriften gegen die Trasse A6 überbracht. Kurz vor der Bürgerversammlung am 30. Juli hat sich die Initiative zusammengefunden. Sie finden die derzeitige Lösung nicht durchdacht und langfristig inakzeptabel. Das geht an beim Durchfahren eines Wasserschutzgebietes mit der Bahnbrücke und der Weiterführung durch den Auwald an der breitesten Stelle. Dann auch die Wohngebiete im Süden wie im Osten sind sehr stark betroffen davon. Und es sind einfach sehr viele Geschichten, wo wir sagen, diese Trasse ist 6 Millionen Euro nicht wert. Ziel des Begehrens ist ein Bürgerentscheid. Zudem will die Initiative eine geeignete Lösung erarbeiten. Ganz anders sehen das die Befürworter. Für sie und die Gemeinde ist die A6-Trasse die einzig verwirklichbare und finanzierbare Lösung. Unausweichlich ist diese Umgehung deshalb, weil wir eine riesen Papierfabrik haben und einen wahnsinnigen Lkw-Verkehr, der sich durch unseren Ort zwängt. Und wir reden in Ettringen ja schon seit Jahrzehnten, kann man sagen, vom Bau einer Umgehungsstraße. Und jetzt hat sich in den letzten Jahren eben unser Bürgermeister, den wir mit unserer Aktion eigentlich unterstützen wollen, und der erst im März mit 92,3% gewählt wurde und der sich da eben für diese Umgehung so eingesetzt hat. Jetzt ist er mit seinem Plan fertig und jetzt wachen plötzlich welche auf und sagen, wir wollen doch keine Umgehung und so eine schon gar nicht. Seit rund 10 Jahren versucht Ettringen bereits eine Lösung für die Umgehung zu finden. Neben der Ost war bereits eine Westumgehung und die sogenannte Y-Lösung im Gespräch. Doch die Abstimmung mit rund 30 Fachbehörden fällt schwer. Die Verordnungen des Wasserwirtschaftsamtes und der Naturschutzbehörde vereiteln gut angedachte Pläne immer wieder. An der Überquerung der Wertach kann die Problematik verdeutlicht werden. Die Wasserwirtschaft hat uns auf der Trasse A2, die eine Raumanalyse verwirklicht hat, nicht durchgelassen, weil hier eine Renaturierung der Wertach bevorsteht, die den Fluss insgesamt renaturiert und da eine Brücke hier nicht passt. Der Naturschutz hat uns die Möglichkeit einer gemeinsamen Lösung mit den Nachbarn Türkheim hier im Osten herunterzufahren, auch unmöglich gemacht, indem die Genehmigung über die Wertachauen zu kommen nicht erteilt wird. Die jetzige Lösung ist also ein Puzzle aus Wünschen und einem Ordner voller Stellungnahmen der Behörden. Eine Konsensstraße, die mehrheitlich anerkannt und realisierbar scheint. Nicht zu vergessen die Bezuschussung durch den Staat. Wenn bis Ende 2002 kein Baurecht erreicht wird, steht eine freistaatliche Lösung bis auf die nächsten 30 Jahre in den Sternen. Und gerade dazu verhärten sich nun die Fronten. Erste Drohbriefe sind aufgetaucht, Beleidigungen nehmen zu. Der Bürgermeister wünscht sich einen reinen Meinungsaustausch und keinen Kampf. Wäre schade, wenn die Anwohner weiter unter dem Lärm der LKWs leiden müssten. Zu einem angenehmeren Thema. Kempten wurde. Täglich durch Ettringen. Dass da eine Umgehungsstraße her muss, ist den Gemeindemitgliedern schon seit Jahren klar. Nur wo diese Straße entlanglaufen soll, ist immer wieder ein Streitthema. Die Pläne müssen jedes Mal vom staatlichen Forstamt, dem Wasserwirtschaftsamt und der Naturschutzbehörde abgesegnet werden.
Mit der geplanten A6-Trasse glaubt der Gemeinderat, eine Lösung gefunden zu haben, die allen Wünschen gerecht wird. Aber weit gefehlt. Im September hat eine Gegengruppierung, die Bürgerinitiative IG Umgehung, ein Bürgerbegehren mit 429 Unterschriften eingereicht. Ihr Argument? Die Trasse verlaufe zu nah an der Ettringer Neubausiedlung. Die Situation schien ausweglos. Deswegen sollten jetzt die Betroffenen selbst, nämlich die Bürger, entscheiden, wie es mit der Ortsumgehung weitergehen soll. Günther Wiedemann und Eva Rösler waren beim gestrigen Bürgerentscheid dabei. Schilder mit eindeutigen Forderungen und eine entzweite Gemeinde. In Ettringen gehört das jetzt hoffentlich der Vergangenheit an. Mit einem Bürgerentscheid wurde dort gestern ein monatelanger Streit beendet. Den Nährboden für diese Zwistigkeiten hat die vom Gemeinderat beschlossene Trasse A6 gebildet. Die Gegner dieser Umgehungsstraße hatten zwei Alternativen vorgelegt. Gestern konnten die Bürger selbst entscheiden, wie es mit dem Bau der Trasse weitergehen soll. Am Abend hatte die Spannung dann ein Ende. Gegen 8 Uhr konnte der Bürgermeister Robert Sturm das Wahlergebnis verkünden. Auf das Bürgerbegehren 1 entfielen 350 Ja-Stimmen, Nein-Stimmen 1044, bei ungültigen von 217. Dass die Bürger dem Beschluss des Gemeinderates vertrauen, das hat eine deutliche Mehrheit entschieden. Von rund 1600 Wählern haben knapp 81% für den Bau der A6 gestimmt. Die Freude bei den Ettringern ist daher groß. Und das erste Gefühl des Bürgermeisters? Erleichterung, weil der Alpdruck von der Gemeinde jetzt hoffentlich abfällt. Dieses Gegeneinander der Bürgerschaft ist sehr aufreibend. Und jetzt hat der Bürger sein Votum abgegeben. Und jetzt kann hoffentlich wieder auf allen Ebenen ein bisschen Frieden einkehren. Das klare Wahlergebnis hilft vielleicht dabei, das Kriegsbeil jetzt endgültig zu begraben. Doch regeln müssen das die Ettringer selbst. Es ist natürlich viel Porzellan auch zerschlagen worden, denke ich, gerade auf der zwischenmenschlichen Ebene. Das braucht sicher seine Zeit, bis der ein oder andere darüber wegkommt. Ich habe den Eindruck in den letzten Wochen gewonnen, dass wir recht gut streiten können, weniger stark miteinander diskutieren. Vielleicht ist es auch eine gute Lehrstunde gewesen für ein in Zukunft besseres Miteinander. Der Alltag kann auf alle Fälle auch in Ettringen wieder einkehren. Und die Zeit heilt schließlich alle Wunden.